So, jetzt nur ohne die Vollen und wir haben zu. Ah, das mag ich. Mein ganzer Stand ist Feind bei der Konkurrenz. Ein Hochstocher vom schlechten Bier. Und der Herr Bürgermeister und der Herr Pfarrer ganz vorn dabei. Ah, da schau ich her. Mein steirer Knecht darf natürlich nicht fallen. Geh mal. Die ist überall dabei, wo der Schmarrn macht. Bringst du mir dafür? Der Herr Metzgerfreund. Ja, der Geisterbrei bin ich freilich nicht. Leibhaftig. Ja, und der Teufel auch nicht, oder schau ich so aus? Na, ganz bestimmt nicht. Warum willst du mich nachher verdursten lassen? Wer? Ein Bier hätte ich gern. Ein Bier hätten's gern? Ja, freilich, gleich, sofort. Eins darf man verreichen, Fräulein Rosel. Oh, Fräulein Rosel. Nur? Eins. Ja. Dann bring ich gleich eine. Eine. Es war einfacher, wenn das Fräulein Rosel gleich eins da lassen hätte. Ach, freilich, ich weiß gar nicht, wo ich heute meinen Kopf habe. Ich kann mir schon denken. Nur eine. Und bringst mir zwei Weißwürst. Magst du das? Alles, was mein. Nachher ist recht. Fräulein Rosel. Stimmt mit dir was nicht? Schlecht? Wir? Hat mit dir was nicht stimmt? Na, schlecht ganz bestimmt nicht. Mehr das Gegenteil. Fein, kultifiziert, beinahe distinktriert. Sag mal, spinnst du jetzt ganz, von was redst du? Von er. Ich hab's gleich gewusst, wie ich heute in der Früh mit alle zwei Füßen aufgestanden bin. Das wäre der pfundige Tag, wenn man denkt, da kann nichts schief gehen. Ach, mei, Sie müssen ja mal sehen. So eine imposierliche Erscheinung. Und wie es kuscht haben. Wer hat kuscht? Der Vogtschlicher haben sie mit hängenden Köpfen. Eine richtige Respektivperson. Ja, von wem redst denn du? Ja, von er. Schauen's, da steht er. Der Alois, hab es mir doch gleich gedacht. Geh, das sagen sie auch. Was wollen der bei uns? Ein Bier und zwei Weißwürst mag er, sagt er. Der will schon ganz was anderes. Hoffentlich. Grüß dich. Grüß dich, ja. Was verschafft mir die seltene Ehre? Gute Weißwürst magst, das musst du dir nicht lassen. Ja, wenn das der Bub vom Metzgerbrei sagt, dann muss ja was dran sein. Ist was dran. Das Bier schmeckt übrigens auch gut. Den Zacharias lasse ich auf gar keinen Fall gehen. Ach, deswegen bin ich nicht gekommen. Und geheirat wird auch nicht. Deswegen auch nicht. Und verkaufen tue ich auch nicht. Deswegen auch nicht. Wenn du bloß gekommen bist, dass du meine Gäste verscheißt, dann kannst du dich gleich wieder schleichen. Ja, das war nur ein unbeabsichtigter Nebeneffekt. Und warum bist du dann da? Ja, warum schon? Aus demselben Grund, warum mein Stammtisch bei dir war. Um ein Bier trinken zu halt. Prost. Schmeckt dir das deine nicht mehr? Ach, doch. Aber es ist halt ein bisschen wie bei kleinen Kindern. Daheim lassen die Grippe das beste Essen stehen. Aber bei fremden Leuten schmeckt dir nicht der größte Sauf raus. Den Spruch, den kannst du deiner Großmutter verzeihen. Brauche ich nicht, weil von der habe ich ihn ja. Ja. Bring mir nur zwei Weißwürst. Bring dem blasierten Grippe da draußen noch zwei Weißwürst und dann schau, dass du ihn weiterbringst. Weiter, Bub. Wenn es rauskommt, nachher spielt's mir ein bisschen. Ah.
aber. Nix aber. Da geh her. Ja, sag mal, hast denn du nichts Besseres zum Tor? In ein paar Stunden wird Otzhaft, bis dahin gibt's noch einen Haufen Arbeit. Und dann sagst du deinem sauberen Herrn Metzgerbrei, er soll zahlen. Soll dir unter die Arme greifen, sich nützlich machen oder er soll sich gleich schleichen. Seit der Max im Berggut ist, ist hier richtig jetzt wieder Wurzeln worden. Und dabei ist es schon bald 10 Jahre her. Und mit jedem Tag wird's noch wieder. Und immer läuft's im gleichen Trauerfetzen umeinander. Steht dir aber recht gut. Nicht, wenn man's jeden Tag so anschauen muss. Komm, lang schon. Gehen wir. Sag mir, wie war denn das damals genau mit dem Max? Na, weißt, die Leute die haben ja viel Schmarrn geredet, aber du bist ja sozusagen in medias res dabei gewesen. Ja, hast alles in Miniatur mitgekriegt. Mei, wie sie das sagen, das klingt so eingebildet. In medias und das mit der Tür. Mei, da komme ich mir gleich ganz klar vor. Brauchst nicht. Okay, sei so gut. Ja. In dir steckt ja viel mehr, als du glaubst. Ich hab doch sofort mit, dass du zu höheren berufen bist. Du hast das also als eine der ersten mitgekriegt. Ich hab das schon lange vorher gewusst. Schon an dem Tag, wo sie geheiratet haben, hat sich der Hochzeitszug mit dem Leichenzug von der Dorat und Grumpelhuber Zilli direkt gereizt. Und auf die Nacht hat sie eine Kauz aufs Dach gesetzt und hat geschrien. Ja, und das bedeutet? Dass einer stirbt. Nein. Und was sag ich? 3 Wochen später ist der Max, der ein passierter Jäger war, um einen Gamsbock in die Rotwand. Und was meinst, was passiert? Was denn? Weiß man nicht. Man weiß bloß, dass auf einmal ein furchtbares wieder aufgekommen ist, genau wie gestern Nacht. Und seitdem hat den keiner mehr lebendig gesehen. Ja, und sie wird immer noch mehr dazu zuwiderwurzen. Naja, vielleicht ist sie ja eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf die? Wegen mir? Nein. Nee. Nein, weil sie komme auf den Tod nicht ausstehen, ja, schon seit der Schulzeit her. Nein, ich meine, der fällt was. Was ganz Bestimmtes. Was denn? Ja, was denn schon? Ein Mannsbild natürlich. Dabei fällt mir ein. Wie hat die Tradl gemeint? Ist sie zahlen? Die unter Damm greifen? Nützlichmacher? Oder Gleichschleicher? Also gut. Bloß in einer anderen Reihenfolge. Zuerst greifen der unter Darm. Und damit mache ich mich nützlich. Und zahlen tue ich mit einem Bussel. Und sag einmal, gibt's von Maxl eigentlich auch ein Beutel? Dutzendweise. Ah, eins, da wo er drauf ausschaut, kurz bevor. Ja, bestimmt. Wieso? Nur so, mich interessieren nicht so tragisch quälende Schicksalsschläge immer bis ins kleinste Detail. Nein, wie sie jetzt das wieder gesagt haben. Nicht fortgehen. Ich bin gleich wieder da. Ist er weg? Nein, noch nicht, aber gleich. Ein Senf mag er noch dazu. Langt ihm der deine nicht? Schaut aus, wie an dem Tag war. Mei, war der noch jung. Das bringe ich dir morgen wieder. Ja, nicht, dass es auffällt. Und ich schleiche jetzt. Und du begleitest mich, mein Stückel. Weil dann ist der Weg nicht so langweilig. Geht das Stückel bis dann über? Ja, das kann recht lang dauern. Kommt bloß darauf an, wie oft man stehen bleibt. Außerdem, glaube ich, weiß ich, wenn man der Zwiebeln Ziffern helfen kann. Es ist und bleibt aber ein Geheimnis zwischen uns. Eine konspiratistische Verschwörung, so zum Song. So zum Song, versprochen. Hoch und heilig. Apropos spiritistisch, du glaubst doch an so übersinnliche Sachen, oder? Mhm. Schau her, da habe ich ein ganz interessantes Buch für dich. Oh. Oh, ja. Was ist los? Warum spritzen hier nicht? Ist ja nichts los, der Herrin. Ist keiner da. Kriegert mir auch einen Kaffee? Schleicht's euch!
Wo ist denn schon wieder die Urschel, die Dammische? Wo ist er denn schon wieder, der tappige Dorf auf der tappige? Ach, ein Fritt ist das mit ihrer Bagage. Ja, sagst du's? Ja, dir, Zacherl. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal langsam andere Seiten aufziehen. Unser Stoffreich vertragt schon gar nichts. Ich habe ihn bloß eine halbe von meinem neuen Doppelbock probieren lassen. Dann hat er einen Suri beieinander gehabt, dass er mir beinahe ein Gärbottich reingefallen war. Pfui Teufel. Dann sage ich ihm, er soll sich ein wenig umschauen im Brauhaus, aber auch nicht so lange. Weil zwei linke Hände hat er auch. Auf einmal war der Bier vom Erdboden verschwunden. Sagt das keine Stunde da und nichts mehr Ärger mit dem Lalle. Kunst einen Fall ruhig hat ja nicht mehr, gell? Der Wiesinger hat extra verlangt, dass man sein Filius ja nicht mit Glacé-Handschuhe anlange. Jetzt weiß ich, wie soll das Bier Doppelbock heißt. Weil man alles doppelt sieht. Du bist ja kein Stauderer, du bist ja ein Stotterer. Sag einmal, wo hast du denn du versteckt gehabt? Oben. Was? Ja, drum. Hoppala, was da drum? Im Silo. Aha. Mein Lieber, da muss einer einen sauberen Rausch benannt haben, dass er sich dann auch verirrt. Rausch? Ja, geh weg. Also ein schönes Wort für so einen grauenhaften Zustand. Wo sind die Trauben? Wen? Was ist denn mit ihm los? Wer ist denn er? Das ist ein neuer Braubursch, der Veit. Haben sie uns von München aufs Auge gedruckt, damit was Gescheites aus ihrem wird. Zuerst sollte ein Priesterseminar von Freising auf Geistlich studieren. Da haben sie ihn aber dann befördert. Hinaus. Jetzt ist er bei uns, damit er später einmal die Wiesinger Brauerei zu Minge übernimmt. Da, Moni, hast du aber noch auf zum Tor. Das Früchterl zirke mir schon. Erste Lektion: Bier trinken lernen. Jetzt buck die runter, damit ich mich leichter tue. So, aha. Auf geht's! Da geh her! In Kubie und Sukubie! Was ist denn das? Ah, Liebestränke! Alaunwurzel, Tollkirsche, auch Belladonna genannt. Oh, da! Orakel, Horoskop, Befragung des Spiegels, Hexentarot, Bleigießen. Was? Jetzt mitten im Mai? Auch wirklich nicht. Leberschaden? Was? Ach, Mann. Leberschau. Lesen aus dem Kaffeesatz. Aha. Lesen aus dem Kaffeesatz. Ja. Wo bist denn gewesen die ganze Zeit? Mai. Bist dem Windhund da nachgerannt, ha? Mit dem Windhund kann man wenigstens über hochgeistliche Dinge philosophieren und nicht bloß über so profanale Dings Sachen. Sachen, doch tolle Sachen. Na, was Lateinisches. Im Meyers Konfirmationslexikon steht unter T. Trüffel. Geh doch keine Schwammeln. Na, aber so ähnlich. Trüffialitäten. Jetzt hopp's. Stimmt was nicht? Gar nichts. Ah, ich mein, alles stimmt, alles. So was hab ich ja noch nie gesehen. Was hast du noch nie gesehen? So was Obskurigs. Du, jetzt red oder halt den Backen. Hey, ihr seid ja schon beim Kaffee. Tante, grüß dich, ja. Wir haben nur gesagt, dass wir heute ein bisschen früher anfangen. Wegen dem Anstich. Schau, aber der Kaffee ist, glaube ich, schon noch warm. Dann darf ich noch ein bisschen warten, weil kalter Kaffee soll ja bekanntlich schön machen. Ja. Die wird ja immer noch schnappiger. Ja, sag einmal, wie redst denn du mit mir? Wir mit einer, die meine mediterranen Versenkungen stört. Sie meint Verrenkungen. Sie schwebt gerade wieder in höheren Sphären und seitdem putzt sie eh der Ali, sie hätte ein Auge auf sie geworfen. Der Ali, sie vom Metzgerboy. Gott der, mir ernst. Ein Haus und ein Kreis. Haus bedeutet Besitzer, wo mehrer wert und Kreis steht für Stadt. Ja, sie ziehen demnächst in Stadt. In die Kreisstadt wahrscheinlich. Na, das ist ein großer Kreis. München, Berlin, Paris, da die Song. Und die dann sagen, du hörst jetzt einmal auf mit deinem Schmarrn. Was siehst du denn? Also, wenn das kein Adler ist, dann friss ich am Besen. Zeig her. Tatsächlich schaut wie ein Vogel aus. Und was bedeutet es nachher? Als Glück kommt der hergeflogen aus heiterem Himmel. Ein Adler verspricht uns eine schöne Braut und einen sauberen Bräutigam.
Luft ist rein. Auseinander oder heiraten. So, halt der Bock ist aber. Schau mal, ob ich sowas auch im Kaffeesatz hab. Nachher, zuerst muss ich mich um die Gäste kümmern. Ja, nachher hab ich keine Zeit mehr. Das ist mein Brot. Du bleibst am Tor und passt auf, dass der Metzgerbrei nicht wieder für eine Überraschung sorgt. Gell? Okay, gell, aber ich wollte doch jetzt gerade mit der Zins. Halt der Bock ist aber. Auf geht's, Musikanten, schwimmen wir auf. Ja, ehrlich? Bitteschön, Herr Bürgermeister. Heute darf es mehr als beim Passionsspiel in München schwer geben. Heute darf das erste Fasel starten wie auf dem Bierdischnaffi. Meinst du, dass das der Box? Nicht wäre ich, der Lache, ja. Schauen wir mal. Jetzt will ich da. Gut Vaterbier machen, habe ich auch eins braut. Das meine heißt Bibator. Wenn sie sich dann beruhigt hat, bin ich gespannt, wie es euch schmeckt. Ich werde es uns schmecken. Bibator. Die Konjugation gibt's ja gar nicht. Bei mir schon. Pass auf, es läuft ins Mai rein und hält sich nicht lange auf der Zunge. Gell? Oh nein! Ich hab alle nein! Kann ich oder Spinni? Nein, das ist doch nicht der Max. Er schaut ja bloß gleich. Mir ganz, hab ich jetzt einen Schrecken gehört. Im ersten Moment hab ich geglaubt. Ja, ja. Geh du auch. Ich glaub's immer noch. Ich hab einmal in einem Roman, wer halt lesen, dann haben's einen nach 50 Jahren 300 Ellen Tief in einem Bergwerk gefunden. Und der hat sich überhaupt nicht verändert gehabt. Das ist an dem Eisenvitreölwasser gelegen, in dem der gelegen ist. Das hat ihn förmlich konzertiert. Ja, und hat er noch gelebt? Ja, das nicht, na, aber... Ist auch. Wie geht's denn ihm? Scheint nicht so schlimm. Wie es ausschaut, ist er bloß völlig erschöpft. Ja, völlig erschöpft. Wahrscheinlich ist er gestern Nacht von dem Wetter überrascht worden und hat sie mit allerletzter Kraft zu uns hergeschleppt. Mit allerletzter Kraft? Möglich. Ist möglich. So wird's gewesen sein. Gut, dass ich vergessen hab, gestern das Licht in meiner Kammer auszumachen. Das hat er wahrscheinlich gesehen und hat gleich hergefunden. Okay, das lass doch jede Nacht brennen. Weißt du, dass ohne Licht nicht aushalten kannst? Ja, es könnte ja ein Lump bei mir einsteigen und was Unanständiges von mir wollen. Schließlich hab ich ja keinen Mann, der mich für sowas beschützt. Ich hab auch keinen Mann. Lass ich deswegen das Licht brennen? Von dir wohl ja auch keiner mehr was Unanständiges. Hallo jetzt! Ja, in der Reihenfolge. Erst der Riechsalz oder ein Essengürtel. Dann was Kräftiges zum Essen, damit er wieder zu Kräften kommt. Am besten sei Leibspeis. Und nachher braucht er seine Ruhe. Der braucht seine Ruhe? Was ist denn seine Leibspeis? Was weiß denn ich? Mach ihm halt irgendwas. Saufleisch oder Eierschmalz. Und von euch läuft jemand auf jeden Fall um einen Doktor. Auch wenn ich glaube, dass man nicht brauchen. Ja, vielleicht braucht man ihn nicht. Das magst du, Bub. Ja. Bub! Was läuft denn du am Doktor? Da geht's aus. Da oben raus! Gib her. Jetzt halt einmal du am Kopf. Ja. Er schlagt seine Augen auf. Er schlagt seine Augen auf! Wo bin ich? Bin ich schon im Himmel? Bei die Engel im Paradies? Na, bloß im Biergarten. Ah, nicht schlecht. Unser
Gott. Was ist? Wo bleibst du denn? Was? Ja, was? Die kriegt das mal steige. Stehen wir jetzt Martini immer noch da? Ich hab was vergessen. Nach dem Erlassen des Reinheitsgebots durch Herzog Wilhelm IV. Von Bayern soll die Einhaltung des Erlasses und die Qualität des Suds durch Kontrollen der sogenannten Bierbeschauer überprüft werden. Dazu wird ein Bier auf eine Holzbank gegossen. Der Bierbeschauer in Lederhosen hockt sich auf die Bierlaken auf und versucht, der halben Stunde wieder aufzustehen. Ist die Lederhosen an der Bank festpappt, so gilt das Bier als gut gelungen. Wenn nicht, dann merkt sie spätestens, wenn es drei Maß getrunken habt, zum Vierer Wiesel. Hiermit ernenne ich unseren Breiburschen Veit Wiesinger zum alleinigen Bierbeschauer von Breimaxl. Mir, Herr Freile, ist doch eine Ehre und eine verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt sagt die nur hin, gell? Und da rührst du jetzt eine halbe Stunde vom Pfleg weg, gell? Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. So ist er wenigstens aufgerannt. Eine halbe Stunde halten wir fein nicht aus. Da verpusten wir ja. Ja, meinetwegen. Jetzt hat eine Rüstel schon einhängen gekriegt. Aber auf eure Verantwortung, gell? Und? Wie geht's unserem reingeschneiten Gast? Ja, schon wieder ganz gut. Wie wir halt gesagt haben, er ist auf der Jagd gewesen, wie er ins Wetter nicht gekommen ist. Und weil er fremd ist bei uns, da ist er halt bei Donner und Eisregen umeinander geirrt bis zur völligen Erschöpfung. Jetzt ist er gerade rum und zieht sehr frisch Zeigo. Ein Glück, dass er uns gefunden hat. So, so. Ja, dann will er unbedingt noch runterkommen. Geht's weiter da, ich brauch den Viehschätzer. Ach, jetzt immer. Weil selber so schön einen da hat, dass ich den Dreh einfallen lassen, gell? Es hat gerade das Donen und das Rinnen angefangen, da sagt er. Siehst du das? Jetzt ist der Himmel voll der Besaftig. Schrei was drüber, dass uns der Blitz nicht runterfährt und der Schlag, gell? Dabei zieht Gerd die Jacke über den Kopf und sie einen Rock. Nachher zeigt mir ins Dern und jetzt hab ich da den Blitz getroffen. Ui, ui, ui. Ja, Zeit, dass die auch mit der Blitz trifft, hä? Ah, von dir vielleicht, hä? Ja, warum denn nicht? Du hast eine Klopperl, Rex und Donners! Jetzt stell dich nicht so hoch, beim Tanzen fliegt der Rock ja ein, hey. Das ist was anderes. Na, tanz mal halt! Ich tanz wann und mit wem ich mag. Und jetzt mag ich nicht. Und mit dir schon gleich gar nicht. Sing. Lass mich runter! Lass mich sofort runter! Aufhören! Lass sofort los. Loslassen, sag ich! Sonst? Sonst kriegst du das mit mir zu tun. Weißt was, Bürschel, du schleichst jetzt. Sonst hau ich dir nämlich ungespitzt da in den Tanzboden rein. Probier's. Oh. Heute, das ist doch eine ungleiche Geschichte. Das ist eine ungleiche Geschichte? Ja, schamst dich du nicht. Was kann er nicht dafür, dass das ein Christball ist? Auseinander, sag ich. Das wird auch so gemacht, wie ich das sag. Ein aufrechter Wettstreit. Jetzt sucht sie was aus. Und wenn's dann noch auf gleich steht, könnt's euch immer noch einen Schädel einschlagen. Wer verliert, verschwindet von da. Einverstanden? Also, Steiner, sucht da was aus. Fingerhakeln, Armdrucker. Was jetzt? Fingerhakeln. Fingerhakeln. Und Sie? Kegeln. Kegeln? Noch besser. Warum auch nicht? Fangen wir gleich an damit. Ein ganz Kegelschein. Ein Kampfgerichtsvorsitzenden mach ich. Der Herr Pfarrer ist Beisitzer und schreibt dort Rosa. Betrügen gibt's nicht. Ich pass auf. Rosa, geh weiter, komm jetzt. Scheibo, der Name. Maximilian. Und weiter? Schwendner. Maximilian Schwendner. Maximilian Schwendner. Der Schwendner schreibt da.
Ein stinknormales Abbrammer. Zwei Wurf in die Vollen. Zwei Wurf! Wie ungeschickt von mir. Wie ungeschickt von mir. Der erste Durchgang geht an Geschwindner, Max. A2, auf geht's zum Fingerhaken. Verschwind's da, ich brauch den Tisch. Aufhängen machen der Herr Pfarrer und der Brunnhaber Wickel. Aber ich fang nicht nur auf. Hat einer einen Häkelrämer dabei? Ja, ich hab einen dabei. Wer damit? Da ist er, ja. Jetzt auch. So, hängt's euch ein. Fertig, zut! Ja. Weißt du, einer, der so ein Depper der Deppers wie du ist, der kann keine zwei Sachen gleichzeitig machen. Zum Beispiel kannst du nicht gleichzeitig ziehen und denken. Kann ich schon. Kannst du nicht? Kann ich schon. Nicht? Schon. Na gut, dann Beweis, brauchst bloß nachsagen. Zwischen zwei zquetschte Zwitschgenzweigerl zwitschern zwölf zwiderne Zwergelschweiberl. Zwölf zwiderne Zwergelschweiberl zwitschern zwischen zwei zquetschte Zwitschgenzweigerl. Zwölf zwiderne Zwergelschweiberl zirpen zwischen zwei zquetschte Zwitschgenzweigerl. Zwei zwiderne Zwergelschwaberl zirpen zwi... Zuerst hast du was anderes gesagt. Ich hab aber auch gesagt, du kannst dich gleichzeitig ziehen und denken. Hey! Oh, du Mist! Das war vorhin nicht ausgemacht. Es war auch nicht ausgemacht, dass ich verliere. Steinerknecht, das Messer weg, aber geschwind! Das Messer weg, aber geschwind! Soll ihm vielleicht eine von den Trichern Gabeln da in sein windiges Gesteuer einrennen? Ha? Was darf ich nicht lügen? Das ist ja nicht zum Anschauen, wenn sich das Mannsbald deppert ansteht. So, Wickerl. Es wird aber schön angegangen. Zenz wart doch eh schon mit Nudelwalker auf die. Oh. Halt! Vorher werden noch abkassiert. Bock, wer sonst schon zahlt, bleiben noch 11 Maß, a 32 Pfennig, macht nach Eva Zwerg 3,52. Sag nix, ich war schon anschreien.
Eierspur ist jetzt auch mehr aus. Vielleicht könntest du daheim noch einen Stich machen. Und das könntest du daheim auch machen. Ja, dein Bettzipfel ruft der Wahr schon lang nach dir. Ja, hopp auf, geht's, warm gehen wir. Mein Wickel, da geht's raus. Also du bist doch wirklich groß genug. Ja. So jetzt. Tschüss. Es ist mir gestern schon aufgefallen, Sie haben von einem jeden Gast genau im Kopf, wie viel dass er Hunger hat, gell? Bewundernswert. Da brauche ich keinen Kopf dazu. Ich kenne doch meine... Pappenheimer. Pappenheimer, genau. Das ist der Gestudierte, gell? Ja. Dann verstehst du das ja vielleicht. Das ist nämlich physiognomisch. Ich brauche einen bloß anschauen, schon weiß ich, wie viel der verkonsumiert hat. Der Wickel zum Beispiel. Nach 5 Mass wird er redselig, nach 7 fängt er zum Singen und zum Juchzen an und nach 11 wird er so ein Viech rauscht, dass er auf den Schlag umfällt und zum Rüsseln anfängt. Und, was ist jetzt? Was? Ja, was ist jetzt mit dem Fassel? Ach so. Geh weg. Da gehören Leute her. Bei uns auf dem Land sagt man übrigens du. Ja, das Tor kannst du wenigstens schon aufmachen. Ah, ja. Da schau her, das hat er schon gelernt. Jetzt lasst der Treiber schon für sich arbeiten. Morgen, der Herr. Ein Kaffee, bitteschön. Den hab ich heute noch nicht gesehen. Ah, meinst du, die tut mit dem Dings? Mit dem Maxl? Ja. So schnell geht das nicht. Ich trau das nicht so an, die muss man eher ein bisschen anschieben zu ihrem Glück. Aber bei manchen Männern ist da ja Hopfen und Malz verloren. Wenn sie jetzt auf uns zwei spielst, so habe ich dir schon hundertmal gesagt, ich habe... Eine Tradition aufrechtzuerhalten, ich weiß. Dein Vater war unverheiratet, dein Großvater, dein Urgroßvater, du. Und so soll es auch bleiben. Und deine Kinder? Was für Kinder? Die du nicht hast und die du in deinem Alter auch nicht mehr kriegst nach menschlichem Ermessen. Sagen dir meine Kinder, die ich nicht hab, damit du auch das nicht heiraten mag. Ja, früh? Weil du die Tradition, auf die du so pochst, ohne Kinder nicht weiterführen kannst. Wer sagt denn, dass ich keine mehr krieg? Was hat der Pfarrer erst am Sonntag wieder predigt? Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Erstes Buch Mose, 21, Vers 5. Und er hat auch gesagt, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Vers 6. Oh Mann, Banker, der Sorgspinner, der Uho. Aber meinetwegen, man suchst doch halt noch eine Junge. Aber ob du eine findest, die sie von dir Büffe begatten lässt, das möchte ich doch stark in Zweifel ziehen. Zu mir brauchst du auf jeden Fall nicht kommen. Und du endlich das gestinkerte Pfeifer aus dem Mund. Was ist denn das überhaupt für ein Kraut? Hanf, das gibt mir die innere Ruhe, dass ich so einen Auftritt von dir ohne Herzkasperl überstehe. Ja. Den kriegst du ja schon, wenn du ans Kinder machen nur denkst, du. Jetzt geh ich lieber, bevor es nicht mehr aushält. Ja, geh mal zu, gescheiter ist. Natürlich gibt's einen Kaffee, frühstücken, hallo, aufstehen, guten Morgen. Er schon wieder. Es geschehen auch Zeichen und Wunder, tat jetzt unser Herr Pfarrer so, weil sich eine giftige, borstige Ratte noch Skinia in einen zauberhaften Schmetterling verwandelt, der im Frühlingswind dahin schwebt. Dahin schwebt. So komisch, gell? Dass Komplimente aus deinem Mund bei mir so überhaupt keine Spur von Wirkung hinterlassen. Gerade im Moment noch haben wir wieder neue Hoffnungen gemacht, aber schon sind sie wieder wegblosen. Vom Frühlingswind. Ja, mei, wenn es natürlich bei dir schon bei einer giftigen und borstigen Raupen ausbeißt. Wie wusst denn du dann einen zauberhaften Schmetterling einfangen? Auch wieder wohl. Wenn's ich nicht bin, welches Mannsbild steckt dann hinter der wundersamen Verwandlung? Bei ist ein Fremder aufgereizt, der mein Knecht ganz schön zugesetzt hat. Er ist der Glückliche. Stimmt's oder hab ich recht? Das geht dich gar nicht so. Mein Mann fragt halt bloß. Eigentlich wollte er zu Rosen, ich muss zurückbringen. Wo steckst du denn schon wieder? Ja, was weiß ich, werd schon irgendwo rumschwirren. Wie ein Schmetterling im Frühlingswind. Ein Verehrer. Ja, nein, mei, er probiert's halt immer wieder mal. Vergeblich. War doch eine ganz gute Partie, so auf den ersten Blick. Ja, auf den zweiten schon immer.
Ehrlich gesagt, könnten Sie mir ja gar nicht vorstellen. Mit einem Bauern verheiratet, wo auf dem Land. Er ist kein Bauer, sondern ein Brauer. Bauer, Brauer, wo ist da der Unterschied? Oh. Land bleibt Land. Haben Sie überhaupt schon mal drüber nachgedacht von der Witzki? Na, mir. Warum nicht? Tja, weil, Weil? Ja. Das darf ihn da aus der Falle werden und tausend Sachen und der Rosen. Na, vielleicht darf es ja gar nichts ausmachen. Haben Sie es schon mal gefragt? Na, das brauche ich ja gar nicht, weil ich kehre daher. Sagen wir mal, bloß einmal in der Vorstellung. Sagen wir, Sie dürfen jetzt einen kennenlernen, von auswärts, von München zum Beispiel. Und sagen wir mal, in den Daten soll sich Hals über Kopf verlieren. Er natürlich auch in Sie. Natürlich. Und sagen wir mal, er darf sagen, gehst mit mir nach München. Was daten Sie dann sagen? Dann darf ich sagen, bleib halt du da. Und wenn's nicht geht? Dann weiß ich es auch nicht. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Sie wissen nichts davon. Sie kennen bloß eine kleine Welt. Waren Sie schon mal in der Hauptstadt? Ja. Ja, aber in München waren Sie schon. Ja, einmal als kleines Kind auf dem Oktoberfest. Ja, dann kennen Sie einen englischen Garten nicht. Ja. Chinesischer Turm, Nymphenburg, Frauenkirche, Hofbräuhaus. Waren Sie schon mal auf dem alten Bäder? Nein. Im Tierpark, in Schwabing, Leopoldstraße, Künstlerfeste. Münchner Fasching. Ja, da kennen Sie ja auch keinen Rektheim nicht, den Sie jetzt überall spielen. Haben Sie schon mal einen Kekwok getanzt? Ja, na wird's Zeit. Wollen wir schaut's aus, können Sie einen Kekwok spielen? Sagen wir's. Auf geht's. Der Herr mit links, die Dame mit rechts. Sind wir soweit? Was zum Trinken. Nehmen Sie eine Hunderlimonade. Keine schlechte Idee. Was ist denn das? Sehen's, jetzt hab ich mal was, was Sie nicht kennen. Lassen Sie sich überraschen. Busch, möchtest du auch eine Limo? Nein, lieber was Gescheites. Ja, geht's mit. Pferdl, ein gemeinte Wissen, oder? Hättest du erst einmal meinen Auftritt sehen müssen. Auf dem Tisch bin ich klingend wie ein frisch geschossener Fasan. Nur dumm sind sie geschwanzelt, das war nie der Bürgermeister selber war. Und sie habe ich bald soweit. Und wenn es dir dann alles verkauft hat und mit mir in München ist, dann habe ich der Regie gemeint, hat mich recht gefreut. Ich hab gleich gewusst, dass ich mich auf die verlassen kann. Gust über eine Kleinigkeit, gell, bei der Gelegenheit. Versteh dich schon, ich bring mir nachher gleich die Anzahlung. Muss ganz schön da sein, als Lehmi Minger, bei so einem aufwendigen Lebensstil. Wem sagst du das? Sag einmal, Viertel, wie lange glaubst du denn, dass du noch brauchst? So wie es ausschaut. Höchstens ein paar Tage. Erfahrungswert. Ihre Leute sind, glaube ich, das größere Problem. Das magst du schon. Und die Rosel, die Bedienung, die kannst du getrost mir überlassen. Du, die frisst mir aus der Hand. Also, servus. Viel später. Fahrt mal. Kind, was ist denn mit dir los? Nixen. Nixen. Das kannst du deiner Großmutter erzählen und nicht deiner Tante. Wenn eine nach 10 Jahren von einem Tag auf den anderen das Trauern aufhört und mit eurer Hitze daherkommt, dass du den ganzen Winter nicht mehr einheizen brauchst, dann ist das nicht Nixen. Geh. Nichts an Ehren.
Ja, freilich liegt's an ihm. Aber irgendwas druckt die trotzdem. Raus damit. Stimmt mit ihm was nicht? Doch, alles stimmt. Das ist ja gerade. Alles an ihm erinnert mir Max. Die gleiche Geschichte, die gleiche Art, wie er redet, wie er geht. Wenn ich dort denke, dann wird's mir manchmal ganz anders. Da kriege ich ganz weiche Knie. Mir ganz. Einen Moment lang habe ich sogar das Gefühl gehabt, das ist alles wie an dem Tag, wo der Max weg ist. Bloß ist er nicht weggeblieben, sondern auf die Nacht wiedergekommen. Mit einem kleinen Unterschied. Und der war? Ich bin 10 Jahre älter. Und die 10 Jahre waren völlig umsonst. Du hast dich doch nicht in ihrem verschaukt. Nein, natürlich nicht. Also doch. Das hätte doch alles gar keinen Sinn. Schau, morgen oder übermorgen geht er wieder nach München und ich weiß ja nicht einmal, ob er nicht vergeben ist und ob er mich überhaupt mag. Na, find's raus. Wir gehen. Fragen halt. Na, das kann ich nicht. Und selbst wenn, dann darf er doch bestimmt wollen, dass ich mit ihm nach München gehe. Na, ja, gehst mit. Ja, was wird denn dann aus euch? Um uns brauchst du keine Sorgen machen. Der Zacharias und ich, wir zwei, wir haben schon ganz andere Sachen in unserem Leben gepackt. Verschwind aber auf der Stelle! Was, ich? Na, sie nicht. Das ist ausgeschaut, die Luder da. Alles in Ordnung. Sie passen wunderbar zusammen. Geschaffen für die Ewigkeit. Dort drüber reden wir später. Schlechti. Ein Kavallerist versteht und schweigt. Jetzt trittschelt wieder so. Wirkt ja schon. Jetzt, bitteschön. Dankeschön. Das schmeckt voll gut. Das sollten sie in München einführen, das kam gut an bei der Bistergesellschaft. Okay, das ist doch bloß ein Zuckerwasser mit Holadeuten drin. Schon wieder diese falsche Bescheidenheit. Ist das auch der Grund, warum sie auf den Heiratsantrag nicht eingewohnt von dem, na? Vom Alois. Hm? Ich sag immer Alisi, weil wir kennen uns schon seit wir Kinder sind. Der findet sie doch bestimmt recht attraktiv, hä? Vor allem sich selber. Aber das ist nicht der Grund. Na, einen anderen kann ich mir im Augenblick gar nicht vorstellen. Also gut. Alois, sein Vater, das ist der Metzgerbrei. Nachdem seiner Pfeifen tanzt da quasi das ganze Gei. Wo mein Großvater noch gelebt hat, da hat's bei uns 7 Wirtshäuser und 4 Brauereien gegeben. Die hat der Metzgerbrei alle nach und nach eingesackelt. Bis auf Eiers. Probiert hat er's mit allen Mitteln. Aber mein Vater und mein Großvater, die waren stur. Und wie dann mein Großvater in Frankreich im Feiblim ist, da... Was erzähl ich da? Das interessiert sie doch überhaupt nicht. Ja, und wie mich das interessiert? Für uns Stadtleute haben so Geschichten einen ganz besonderen Reiz. Nur dazu, wenn sie aus so einem reinzenden Mund kommen. Geht sie jetzt aber auf. Also, wie war das jetzt mit ihrem Herrn Großvater? Wenn mein Großvater nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen ist, da hat der Metzgerbrei gemeint, er hätte ein leichtes Spiel. Aber mein Vater, der war auch stur. Und wollte auf gar keinen Fall aufgehen. Selbst dann nicht, wie auf einmal das ganze Bräuhaus in Flammen gestanden ist. Eine Brandstiftung? Man hat ihm nie was nachweisen können. Ja, wir haben dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben mit die allerneuesten Sachen ganz von vorne angefangen. Mein Vater hat einen Zacharias geholt, den besten Braumeister aus der ganzen Gegend. Ja, von da ist dann... irgendwie wieder bergauf gegangen. Aber mein Vater, der hat hohe Schulden machen müssen. Das hat der Metzgerbrei mitgekriegt und hat nach und nach sämtliche Schuldscheine aufgekauft. Und euch damit unter Druck setzt. Mein Vater, der hat sich nicht mehr hinausgesehen und hat sie aufgegeben. Er hat sie am Dachboden... Geht schon. Wenn mein Verlobter damals nicht so eine schöne Sache mit in die Ehe eingebracht hätte und mir die Schulden bis auf den letzten Pfennig hätten zurückzahlen können. Wir waren am Ende gewesen.
Und wie dann mein Mo kurz nach der Hochzeit gestorben ist, da hat's da alles probiert. Zuerst mit dem Aufkaffer und dann mit dem Eierraten. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sich als nächstes einfallen lässt. Das habe ich nicht gewusst. Ja, woher? Darum also, selbst wenn ich wollen, da die. Ich kann so einen Menschen nicht heiraten. Ja, das verstehe ich. Oh mein Gott, ich habe total verheulte Augen. Ich muss ja furchtbar ausschauen. Ganz im Gegenteil. Da kriegen die erst so einen richtigen Glanz. Einen, wie ich ihn so noch nie gesehen habe. Das macht mich aber ganz verlegen. Oh, Entschuldigung. Was willst du denn? Ich wollte bloß, dass du meinen auch ungefilterten doppelten Dinkelweizen probierst. Pass auf, der treibt das Bier aus dem Glas und das Wasser aus den Augen wie bei einer Feuerlöschung. Sag aber, Sachen muss es jetzt sein. Schau dir die Farbe an. Ich habe ein wenig einen Henna durch den Hopf vorbeigemischt. Ist zwar nicht akkurat nach dem Reinheitsgebot, aber das braucht man ja nicht unbedingt weiterverzeihen. Glaubst du, wenn du ein paar Gläser davon trinkst, dann meinst du, du bist ein Engel und hast Flügel. Zacherl, ein Henadot, das ist ein Bilsenkraut und das ist giftig. Heilkraut ist ein Mediziner, Beruhigungsmittel. Da merkt man bei dir aber nicht viel davon. Früher haben sie Bier nur so braucht. Praktisch hat das schon eine ganz große Tradition. Hör du mir auf mit deiner Tradition. Jetzt probier es halt einmal zuerst, bevor du lässt. Also ich würde schon ganz gern probieren. Wenigstens ein vernünftiger Mensch. Na, zwei trüb. Eine schöne Farbe. Ja. Aber nicht bloß Weizen, ein Dinkel. Mei, ist das süffig. Ja, das hat ja Stammwürzen von mindestens 18,5. 18,5%? Ja. Oh. Sie sind mein Mann. Endlich einmal einer, der was vom Bier versteht, gell? Also gut von mir raus, aber ohne Pilsenkraut. Zacherl, wozu haben die mir ein Reinheitsgebot? Am Geschmack ändert's ja nichts, oder? Am Geschmack nicht. Aber an der Wirkung. Zacharias, ohne Henatod mein letztes Wort. Also, die Weiber das letzte Wort haben müssen, gell? Der Mais ist halt so. Es ist halt so. Ja, mein. So ist er halt. Ja. Sie bleiben schon ein bisschen bei uns, oder? Ja, wenn ich darf. Freilich. Dann richte ich jetzt einmal das Zimmer her. Wie ist die Luft rein? Bis auf den Bierdunst. Da, hast du eine Anzahlung. Den Rest gibt's wie abgemacht, wenn mein Vater im Grundbuch drinnen steht. Oder du mit dir vom Traualtar. Steck's wieder ein. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass ich mir's anders überlegt hab. Dass aus unserem Geschäft nichts wert. Hat's dir wert, Mann? Wenn man's nimmt. Was ist dann? Sagen wir's auch so. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich am Landleben so viel abgewinnen kann. Ah, jetzt geb mir ein Licht auf. Du willst den Chef der Landmacher Freitag, du hast aber die Rechnung ohne einen Wirt gemacht. Du meinst ohne die Wirtin? Schätzt du mich wirklich so ein? Schließlich kenne ich die Land nur vom Studieren hier. Dann kennst du mich aber schlecht. Geld war für mich nur wichtig, weil ich es zum Leben braucht hab. Sonst hat's mich weniger interessiert. Was ist dann? Hat's dir alles eingefangen, die Tradl? Eingefangen ist das falsche Wort. Und sowas passiert den größten Schürzenjägern Hallodri weit und breit. Verkauft sich in eine übersteinige Bauernfirma. Jetzt hörst du aber auf! Hier ist doch klar, dass mit unserer Freundschaft ein für alle Mal aus ist. Und dass wir zwar von dieser Minute an übergereizt sind und dass du den Kampf nur verlieren kannst. Schau dir das auch vor. Du bist schnell wieder weg von da, als wie du denkst. Schau, was hier ist, du Dotzen, du Achteckerter! Übrigens. Hab ich bei euch gerade einen Ratzen rumlaufen sehen. Ein Riesentrum! Sollte das der Gift ausstrahlen? Was ist mit dem los?
Hat den Strich endlich einmal einer Meinung gesagt, hä? Ratzenhammer, hat er gesagt. Ich bin brauchst du nicht flämen. Tom, Ratzenhammer. Ich soll Rattengift. Wo ist denn das? Was hilft dem Schupfer? In einem Sarg drin. Übernimm die Feine, gell? Passen gut zusammen, die zwei. Veit und die Rosel sollten wir ein wenig ein Losschirm, gell? Du und Losschirm. Mir gangst. Sag mal, wie redst denn du mit mir? Noch dazu vor fremde Leute. Fremd ist ein Fremdwort für mich. Schon gleich gar bei so einem netten Herrn. Ratze, 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 ratze. Was ist denn jetzt schon wieder in dich gefahren? Ich hab grad an den Zungenbrecher beim Fingerhackeln gestern denkt. Eine brillantine Idee. Ich hab mir übrigens auch ein Ei fallen lassen. Tückisch tuschelnde Tratschen, Tratzen, Tramhappert, Stritscheln, Strenzen, Trutschall, Trudel. Tramhappert, Stritscheln, Strenzen, Trutschall, Trudel, Tratzen, tückisch tuschelnde Tratschen. Gut, gell? So, schau mal. Tückisch tuschelnde Tratschen, Tratzen, Tramhappert, Stritscheln, Strenzen, Trutschall, Trudel. Tramhappert, Stritscheln, Strenzen, Trutschall, Trudel, Tratzen, tückisch tuschelnde Tratschen. Sag's gleich nochmal. Tückisch tuschelnde Tratschen, Tratzen, Tramhappert, Stritscheln, Strenzen, Strutschall, Trudel, Tramhappert, Stritscheln, Strenzen, Strutschall, Trudel, Tratzen, tückisch tuschelnde Tratschen. Ui. Wieso ist ja nicht schwer? Nur verstanden hab ich's nicht. Das mit den Laternen, glaube ich, war eine gute Idee. Ja, da kriegt der Biergarten gleich ein anderes Gesicht. Lass bloß, wir machen das nicht für Katz. Wieso? Ja, weil noch kein Mensch da ist. Normalerweise sind wir um die Zeit schon voll. Stimmt. Da stimmt was nicht. Darf ich behilflich sein? Nein, das braucht's nicht. Das ist kein Lapperli für mich. Und da steh die und fass mich noch mal so unsittlich an. Duttentatscher penetrierender. Ich wollt bloß. Was alle Männer wollen, das eine. Oder das andere. Antiridari. Deswegen bin ich übrigens da drauf. Eigentlich wollte ich mit dir reden, aber die anderen können es ruhig auch hören. Du kennst ja am Metzgerbrei. Oder die vorgeschickt? Nicht so direkt, aber was ich so rausgehört habe, ist, er hat den Geduldsfaden gerissen. Er meint, er macht dir ein allerletztes Angebot und mit nicht drauf eingehst, na. Na. Du kennst mich, ich bin ein gerader Mensch und ich sag's ohne Umschweif, wie es ist. Wenn's dein Kram passt. Und wer ist? Praktisch jeder in der Gmahr hat ihm auf irgendeine Art und Weise was zum Verdanken. Der eine dies und der andere. Stiridare. Deine Schnappigkeit wird dir noch vergeben, aber pass bloß auf. Ich zum Beispiel. Hab ihm ganz früh zum Verdanken. Ich hab ihm nichts zum Verdanken, im Gegenteil, und das weißt du ganz genau. Also, was verlangt er von euch? Raus mit der Sprache ohne Umschweife. Gerade raus! Statt bist, dass mein Breimaxl meiden wird ein Teufels Weihwasser. Ach so? Das ist also. Dann sagst jetzt deinem Gönner ein schöner Gruß. Der Breimaxl hat sich bisher nicht unterkriegen lassen. Er lässt sie jetzt nicht unterkriegen. Und er wird sie auch in Zukunft nicht unterkriegen lassen. Da haben ja schon ganz andere Sachen durchgestanden. Aber mein Ding, dass du das sagst. Tut mir wirklich leid. Und jetzt? Sollen wir die Lampen wieder runterhängen? Unser Sau hat was von einem Ratzengift erwischt. Das ist verreckt. Ich will mir bei ersetzt haben, gell? Das ist unsere beste Zuchtsau. Die wiegt gut und gern ihre 5 Zentner. Sag mal, wo lässt denn du deine Sei umeinander laufen? Ja, wo streiten ihr überall euer Ratzengift umeinander? Wo hast denn du das Ratzengift überall rumgestreit? Bloß da, am Bachlang. So, dann. Und jetzt erschleißt dich. Und die Sau, die nimmst gleich wieder mit. Lass dir jetzt vom Feizern, wo der überall das Ratzengift aufgestrahlt hat, das muss sofort wieder weg. Das waren die kompletten Einnahmen von dem Staat, Bürostich. Traudel.
Ich darf doch du sagen. Du hast doch vorher selber gesagt, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Du schaffst das schon irgendwie. Und wenn's magst, dann helfe ich dir dabei. Deine Tante hat mir erzählt, dass ein Veit sein Vater eine große Brauerei in München hat. Ja, ich kann mir vorstellen, so eine Art Dependance auf dem Land. Das muss doch ein gefundenes Fressen für so jemand sein. Weißt du, so eine Art Sommerfrischen, da könnten die Münchner eine Landpartie zu euch machen. Also, meine Saule hat vom Ratzengift erwischt und ist verregt, ich weiß. Wiegt gut und gerne die 5 Cent und ist eure beste Zuchtsau, stimmt's? Ja, genau. Woher weißt jetzt du das? Weißt du, dieselbe Sau ist. Mir kannst du da nichts erzählen, ich kenn mich da aus. Ich hab nämlich zwei in Stefan Landwirtschaft studiert. So, und jetzt schleicht euch mit eurer Sau und lasst euch doch nicht mehr blicken. Geh mal! Bagage, Mistige. Und, was sagst du jetzt zu meiner Idee? Ich weiß nicht recht. Lass mich noch machen. Das kommt alles wieder in Ordnung. Ich weiß zwar nicht, ob es der rechte Augenblick ist, aber vorher muss ich dir nur was gestehen. Eigentlich ist es mehr der Beichten. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Ja, das liegt bloß daran, dass das unkonzentrierte Mannsbrot überhaupt das Koratzengift nicht gestreit hat. Sondern an Winterweizen. Ich verstehe schon. Wir zwei stören. Komm. Lass mal die zwei allein. Aber die haben doch gar nichts gesagt. Manchmal sagt man auch was, ohne dass man was sagt. Ja, ihr im Land seid schon ein komisches Volk. Das will ich meinen. Wo ist denn Kraudel? Weiß nicht. Weiß nicht. Das ist ein Biffi. Und nochmal, wenn's das Kraut in meine Nähe raus, dann... Was dann? Dann, das sieht dann schon. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ja dann, gute Nacht. Komisch. Eigentlich müssten doch um die Zeit schon alle Vögel schlafen. Was den da noch umtreibt? Vielleicht hat eine Katz aufgeschreckt. Oder ein Kater? Du traust mir nicht, gell? Ich weiß nicht, das ist alles so schnell gegangen. Ich versteh schon. Also schlaf schön. Du auch. So einen wunderbaren Sternenhimmel habe ich noch nie gesehen. Gibt's in München gar nicht mehr. So einen nicht. Wahrscheinlich liegt's ja dort, wo ich noch nie so richtig nachgeschaut habe. Mei Dirndl fein, wie g'freist mi du? Glaub mir, es kommt mir grad so für, als wir war nie kein Himmel breicht, solang ich bin bei dir. Geh, magst nicht du mein Sterndl sein, es schönst vom ganzen Firmament, die ganze Mulchstraß gange die, dass ich die find am End. Du bist mir gar viel lieber als alle Engel von da drum. Und ich mag erst den Himmel nein, wenn's die da drum mal haben. Ist das das, was mir beichten willst? Da hinten kommt jemand. Sinzinger Viertel samt seiner Pritschen aus dem Bett rausholen, dass man ihm vorhalten mitten in der Nacht all seine Schandtaten, die wo er hat, vollbracht. Wir brauchen Sittis, brauche ich nicht mehr sagen, das wisst ihr ja eh. Posten sollen jeden verrufen, wegen Gefahr ist rechtzeitig melden, dass wir uns ohne Blutvergießen zurückziehen können. Noch ein Drei, schaut jeder, dass er gut heimkommt.
und nicht erwischen lassen von den Gendarmen, das ist Hauptsache, gell? Und wenn man trotzdem das Unglück treffen soll, dass er verloren wird oder sonst irgendwo aufkommt, dann denkt jeder an das, was er geschworen hat. Aushalten! Nirgend verraten! Darum gehen wir jetzt nur mal unseren Schwur hier nahe. Tod dem Verräter! Tod dem Verräter! Im Auftrag des Kaisers Karl von Untersberg müssen wir heute wieder das Oberfeld treiben. Nachdem wir alle Plakate kennt, da kann ja jeder alles extra schreiben. Mann, ist vor oder nicht? Nein! Mann, soll ich Sündenregister vorlesen? Ja, ist vor! Sinsinger Pferdl, komm raus aus der Kegelbahn! Sonst holen wir die! Sinzinger Pferdl, du hast ein Register, noch viel länger als wir vom Gmunder Küster. Zwein Stefan hast pro forma studiert, dort hast du es mit an jeden Weiberock probiert. Mann, ist wahr oder nicht? Bist angeblich vor lauter Erschöpfung zusammengebrochen und nur noch auf alle Viere dahergerochen. Bist gewesen beim Sau wieder in der Wand drum. Mirsum, alles der Stunde und der Lung. Mann, ist wahr oder nicht? Aus Kegel, Kackel, Kraft mit dem Steirerknecht. Habt ihr so raffiniert Hydrat, dass keiner der Specht. Hast du damit der Schlicher, der Wittebier vertrauen. Sinzinger, wenn ich sie war, mir tat's vor dir grauen. Mann, ist wahr oder nicht? Wahr! Hast du zugelegt den Nammeren falschen, wollt's das Mädel damit arglistig täuschen. Dabei ist Land auf, Land ab und Stadt bekannt. Das gar nicht heißt Max, sondern Ferdinand. Mann, er ist wahr! Wahr! Sag, dass dies nicht wahr ist. Wahr ist! Lass das erklären. Da gibt's nichts zu mir. Ich will dich nicht mehr sehen. Verschwind aus meinem Leben. Alle 13 ins Oberfeld! Scherzt und lacht, ist gewinn so lustig und so froh. Und auf einmal, wie über Nacht, tut's nimmer mehr so. Am Wurm, am Schlechten, grüht mein Wort, tut mir ins Herz grad eine Lier. Mir an mein Feind verkaufen dort, kann Haus und Hof verlieren. Mein Dirndl was ist um ein Baum, der auf mein Dirn sei lieb verkehrt. Schau einer, der kein Herz nicht hat, der ist schon gar nicht wert. Oh mein Gott, ja, ihr habt's ja recht, und besser war's, ich denk nicht hin. Sonst ist mir das, ich sterb grad mich. Den Wurm vergiss ich nie. Da hat das Dirndl bitter gewarnt und Musik bleibt auf einmal starrt. Und hätt man's auch gar so gut gemeint, der Trost nicht nutzen darf. Und hätt man's auch gar so gut gemeint, der
die Ehre! Der Herr Bürgermeister. Oder soll ich besser sagen, Haberer Meister. Hast du alles erkannt? Na, da gehört ja nicht viel dazu. Deine Verlogenheit stinkt ja 5 Kilometer gegen den Wind. Na, du hast mir wirklich Unrecht. Du weißt, ich bin ein gerader Mensch und ich sag's grad raus, wie es ist. Wie es ausschaut, hast du verspult und ich sollte. Ich wollte nur sagen, dass das Angebot vom Metzger. Welches? Verkaufen oder heiraten? Wenn's mich so direkt fragst, ist gut nur noch das Kaufangebot. Und mit jedem Tag, wo du nicht drauf eingehst, wird der Preis geringer. Also überleg das gut. Und vor allem schnell. Habe die Ehre. Eins kapier ich nicht. Wenn's ihr euer hinterfutziges, ausgeschammtes Schmierentheater bloß deswegen veranstaltet habt, damit sie dieser sauberne Ferdinand bei mir einschmeichelt. Und mich sogar so weit bringt, dass ich drohend den Breimaxel zu verkaufen. Warum habt ihr ihn dann ins Haberfeld drin? Weil er auf einmal mehr verlangt hat, als wie ausgemacht war. Da ist er ja nur ein größerer Lump, wie ich gemeint hab. So schaut's aus. Was ist mit dir los? Lass mich in Ruhe! Mit unseren Weibern kannst du auch nichts mehr anfangen. Die eine rührt Rotz und Wasser, die andere kommt daher, wir sind da gering wieder. Und die dritte schnappt uns bald über. Und alles bloß wegen uns Mannsbüder. Die Wirtschaft ist auch so ausgestorben. Nein. Wenn das so weitergeht, dann können wir uns einen Strick kaufen. Für was brauchen wir einen Strick? Ja, dann geht's am Bach runter, verstehst? Dann ist Matthäi am letzten, das musst du aber verstehen, wenn du auf geistig studiert hast. Verstehe. Aha. Das Leben ist ein Bschiss. Buh, sag du eins, da muss was passieren. Was? Du kannst ja wirklich gute Fragen anstellen. als allererstes müsst du unsere Weiber auf Vordermann bringen. Aha. Also pass auf, die Traudel. Ja, wenn ihr das nur wisst. Ah, nehmen wir zuerst die Fahne. Die Fahne, die übernehme ich. Ja, da werden wir schon was einfallen. Hoffentlich bleibt die Rosel. Die Rosel, die übernimmst du. Ich? Ja, freilich. Wer denn sonst? Geh weiter, hoch der. Meinst du, ich hab nicht gemerkt, dass du ein Auge auf das Mädel geworfen hast, oder? Jetzt wird er sogar noch rot. Ja, und wie wird schon sollen wir das anstellen? Also geh weiter, stell dir doch nicht so, du musst dich. Wie soll ich dir das sagen? Du musst ihre Schwachstellen rausfinden und ausnutzen. Genau das musst du. Aber die Rosel, die hat ja keine Schwachstellen. Okay, jeder hat Schwachstellen. Und die Rosel zum Beispiel, die hat lauter Schwachstellen. Ah, ja? Ja. Buh, du musst die Rosel an einer starken Schwachstelle treffen. Das heißt, mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wenn du das dann so weit hast, dann musst du das porzen lassen, dann ist es reif für einen Apfel im Spätherbst, gell? Also merkt man das überhaupt fürs Leben? Weiber muss man porzen lassen. Porzen? Ja, das erkläre ich dir dann, wenn es so weit ist, gell? Da kommt schon. Jetzt fällt uns bloß noch eine starke Schwachstelle von ihrer. Die Rosel ist gleich, hab ich's. Du, ich hab da mehrere Liebeszauber in meinem Bierall gefunden. Abergläubisch, was hab ich da gesagt? Einen darf er, wenn er mich noch nicht mag. Einen, wenn er mich mal mengen hat und jetzt nicht mehr mag. Einen, wenn er ein guter Freund ist und mich mehr mengen soll. Und einen, wenn er eine hat, die er nicht mehr mengen mag. Was soll ich jetzt für einen nehmen? Für wen? Ah, für wen schon? Ah, für einen Buben vom Metzgerbrei. Nimmst du alle vier. Okay. Oder besser gar keinen. Ich täte einen ganz einen. Pfundigen, alten magischen Naturzauber kennen. Stammt von unseren Kolonien in Afrika, der sogenannte Zulu-Zauber, wirkt garantiert. Und den darfst du mir voran? Ja, warum denn nicht? Aha, ja, und was muss ich da machen? Also, zuerst nimmst du mal ein Bier, gell, hol dir schnell was. Kennen die überhaupt ein Bier, die Zulu-Dinger da? Doch, bestimmt. Nur braun die natürlich mit Hirse. Ach so. Das war eigentlich schon mal ein Versuch wert, oder? Warum nicht? Haben war ja noch besser. Bei uns auf der Edelstamm, die spürt er wie die Ackergeile. Ne? Also, was muss ich jetzt machen? Also, jetzt gehst beim Tor auf die Straßen aus, dreimal um die ganze Brauerei rum und alle 100 Schritt
nimmst einen Schluck von dem Bier und sagst den Spruch vom 247. Biri Biri Liebesfetisch Zauber der Zulu vor dir her auf. Und wenn's dann durch das Tor wieder reinkommst, dann steht er vor dir, der Mann deiner Träume. Meinst, nach dem 247. Biri Biri. Genau. Und der geht so. Afro, Bum Bum, Didi, Sia, Kaka, Kum Kum. Mapumbo, Yambogum, Zurisana. Hornum, Rino, Rhinoceros. Drossiger Jams, Wurzolozola. Hümpf. Drossiger Himbe, Jojo, Dava, Kunima. Hümpf. Jolo, Balo, Lifato. Oh, Falle, Pambla. Nina Cupendezza, Nina Cupenda. Pass aber auf, dass das Bier nicht ausschützt. Das Bier auf gar keinen Fall ausschütten. Das ist doch bestimmt keine La Palie nicht für dich, oder? Na, bestimmt nicht. Wie war das Versal nochmal? Also, ich glaube, für die Geschichte langt der letzte Teil. Nina Cupendezza, Nina Cupenda. Nina Cupendezza, Nina Cupenda. Dreimal sagst. Nina Cupendezza. Nina Cupenda. Nina Cupendezza. Nina Cupenda. Ist ja. Ich such dich schon überall. Ich brauch unbedingt dein Rat. Das sind ganz neue Töne. Ich hab da rein zufällig an die Sput belauscht. So rein zufällig? Ja, rein zufällig. Ja. Da hat der Maxl, oder der Ferdinand, oder wie er heißt, sie mit dem Alice vom Metzgerbräu unterhalten. Ja. Naja, eigentlich haben sie mir gestritten. Das heißt am Anfang noch nicht. Ja, wer weiß, wenn du mal einen Schluss verzeihen darfst. Dass er mit dir nicht einmal ernst reden kann. Also, die ganze Geschichte war nicht so. Das heißt, sie war doch so. Und doch nicht so. Hast mich? Das ist man's wieder überhaupt nichts kapiert. Also, kurz gesagt, der Maxl ist kein so schlechter Kerl nicht. Was ist der Traurig schon gesagt? Das ist ja gerade das, was mich druckt. Erst wollte ich einen rechten Augenblick abwarten und dann war es zu spät. Na, dann sag's mir halt jetzt. Mir Angst. Ich mag doch meiner Nichten keine falschen Hoffnungen machen. Wenn ich noch wüsste, wo man finden kann. Alles, was ich von ihm weiß, ist, dass der Maxl Pferdl heißt, sie Sinzinger schreibt und irgendwo zu Minger daheim ist. Na, so einen findet er mal. Nina Cupendezza, Nina Cupenda. Nina Cupendezza, Nina Cupenda. Boah, ist die jetzt vollends übergeschnappt? Nein, im Gegenteil. Die Rosel läuft dir ein Glück entgegen, ohne dass es überhaupt schon weiß. Hast mich? Nein. Dass das Weiberei überhaupt nichts kapiert haben. Übrigens, dein Pfeiferl kannst du es unterm Tisch wieder vor da. Mann, haben Sie mich jetzt erschreckt? Ich bin's bloß der Pferdl. Sie müssen mir helfen. So, muss ich das? Sie sind meine einzige Hoffnung. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ich wollte aus der ganzen Geschichte aussteigen, aber bevor ich der Traudl hab sagen können... Ja, ich weiß. Sie wissen's. Ich hab eine Auseinandersetzung im Alice mitgekriegt, rein zufällig. Ja, dann wissen Sie eh alles. Mein, fällt mir ein Stor vom Herzen. Weiß Traudl auch? Nein, die weiß noch nicht. Und schon ist er wieder da, der Stor. Sie müssen's ihr sagen. Sie müssen's ihr sagen. Die glaubt doch mir kein Wort. Das musst du schon selber machen. Ich kann euch bloß ein wenig auf die Sprünge helfen. Darfen Sie das wirklich machen? Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich danken soll. Mach's glücklich, das Madel. Das war mir Dank nur. So, und jetzt gehst du wieder dahinter. Und wenn ich dich rufe, dann kommst du vor. Traudl! Traudl, kommst du mal? Ich hab mit dir zu reden. Sie lacht. Haut schon! Weiter hocken wir uns darüber. Da sehen wir's besser. Was ist denn? Hoch zu. Manchmal schaut was aus und ist in Wirklichkeit ganz anders. Und wenn man einen wirklich gern hat, dann
dann hat man auch Vertrauen und hört sie oberst an, der zum Sagen hat. Die Möglichkeit muss man ihm geben. Ich weiß jetzt nicht, was du da... Maxl! Ah, ich mach natürlich Pferde. Jetzt kann's kommen. So, und jetzt lasse ich euch zwei los. Nina Kupendetza, Nina Kupenda. Nina Kupendetza, Nina Kupenda. Zwei Mal. Wie hat sie das gemeint? Manchmal schaut was aus und ist in Wirklichkeit ganz anders. Der Alice, der hat mich vor ein paar Wochen in München besucht. Und da haben wir die Geschichte miteinander ausgekickt. Am Anfang habe ich das für eine riesen Gaudi gehalten. Ich habe aber dann bald gemerkt, dass das ein bitterer Ernst ist. Und wie ich mich dann in die verschaut habe, habe ich ihm gesagt, dass ich bei der ganzen Geschichte nicht mehr mitmache. Darum hat er mich ins Haberfeld treiben lassen. Ich hab das doch vorher beichten wollen. Ich wollte bloß nicht, dass du schlecht über mich denkst. Darum bin ich nur mehr hergekommen. Ich verstehe, wenn du mir jetzt nicht mehr vertrauen kannst. Na gut, dann geh ich jetzt wieder. Jetzt bleib halt da, du Hirsch. Meinst du das jetzt wirklich ernst? Ganz ernst. Was ist denn? Hast du jetzt schon wieder genug von mir? Jetzt hätte ich vor lauter Busseln bald vergessen, dass der alte Wiesinger kommt. Sag bloß, der will einen Breimaxl-Kaffer. Na, sagen wir es auch so, er möchte sich das Ganze erst einmal anschauen. Oh Gott, Mann, das ist ja gleich noch schlimmer. Wenn der sieht, dass bei uns nichts los ist, dann der Draht auf dem Absatz wieder um und geht. Was machen wir denn da? Was ist? Kriege ich ein Bier? Sag einmal, was fällt dir denn ein, ha? Mir fällt allerhand ein, wenn ich deinen Vogelschirchen Kasperlkopf sehe. Da fällt mir zum Beispiel, hey, dass das Burwal da nichts verloren hat. Dass das Burwal sein Groschel hat und sich schön brav heim zu seinem großkupferten, wamperten Vater verdrückt. Weil sag einmal, das ist ja der Zacherl und der alles halt, warte, das ist jetzt meine Sache. Zacherl, lass ihn bitte sofort los. Ich hab's mir überlegt. Ich verkauf. Was willst du? Verkaufen. Hast du das also geschnallt? Lautner hat's erdacht. Unter einer Bedingung. Du bist nicht in der Position, um Bedingungen zu stellen. Gut, dann lass das bleiben. Also gut, anhören kostet nichts. Ich möchte nur ein letztes Maifest feiern. Und zwar heute. Und du sorgst dafür, dass ein jeder kommt. Sagst denen, dass er Freibier gibt auf deine Kosten. Und für die Zuchtsau, die mir dein Knecht abluchst hat, da möchte ich einen Ersatz, mindestens 5 Zentner. Die werden auf den Rossbronn. Darf's da kommen. Wenn's weiter nix ist, schlag ein. Noch einmal. Du verkaufst. Ich verkauf. Mein Wort drauf. Schlag durch. Ja. Dann mach ich's selber. Gut. Jetzt geh ich gleich zum Bürgermeister. Und sag ihm, er kann alles wie ausgemacht vorbereiten. Und von meiner Metzgerei kriegst du die beste Sau. Du bist wirklich vergaffen. Hast du das auch überlegt? Weißt du was Besseres? Zacherl, vielleicht geschieht ja doch nur ein Wunder. So, und jetzt schickst du mir die Rosel, wir haben noch einen Haufen zum Tor. Nina Kupendetza, Nina Kupenda. Nina Kupendetza, Nina Kupenda. Dreimal. Und? Wo ist jetzt mal Alice? Wieso denn der Alice? Ich hab dir doch gesagt, wenn du dann wieder reinkommst, dann steht da vor dir der Mann deiner Träume. Ach, so einer bist du. Ein ganzer Ausgeschammter. Du hast bloß die ganze Zeit so scheinheilig. Ich bin nicht scheinheilig, ich bin ganz unschuldig. So, das hast du doch alles bloß ausdenkt. Gib's zu? Naja, so ungefähr. Bis auf die letzten zwei Sätze, die gibt's wirklich. Ja, und was heißt jetzt das nachher? Nina Kupendetza, Nina Kupenda? Das heißt, du gefällst mir und
Ich liebe dich. Ich mein, ich glaub, er wirkt schon, dein Liebeszauber. Gehen wir noch mal eine Runde. Ich muss dich aber zuerst noch ein bisschen borzen lassen. Borzen? So, so. Weißt du überhaupt, was das ist? Mei, bist du lieb. Komm, ich glaube, jetzt hast du mich schon lange genug borzen lassen. Gehen wir. Na, wir gern, drum kennt's uns auch öfters im Traudelbrei hern. Und zum Tanzen geht's auf und ganz neumodisch noch dazu, drum kriegt unser Traudel vom Cakewalk-Chor. Von der ganzen Welt. Der Großbrauereibesitzer Wiesinger. Großbrauereibesitzer Wiesinger? Gegen den bist du ein kleines Würstel. Was will denn der da? Ein kleines Würstel schlucken. Grüß Gott, mein Arzt. Grüß Gott. Wir dürfen mir ein bisschen zu euch her sitzen. Ja, freilich. Was meine Person angeht, so bin ich zum einen daher gekommen, weil ich mal nach meinem Pfingers schauen wollte. Ne? Und? Ja, macht das in der Puppe. Aber bitte schön, keine Beschönigung, gell? Er lernt sehr schnell. Ja. Er lernt sehr schnell. Ja, man sieht's. Ja. Zum anderen bin ich hergekommen, weil der Herr Viertel, der hat mir nämlich eine ganze. Der Kugel, ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Mal, der Herr Viertel, der hat mir nämlich ein sehr verlockendes Angebot der reizenden Hausherrin unterbreitet und. So wie die ganze Sache ausschaut, da bin ich nicht ganz uninteressiert. Und Sie wollen also diese Goldgruben ernsthaft aufgeben? Ja, gewisse Umstände lassen mir leider keine andere Wahl. Keine andere Wahl? Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann hast du noch einen Interessenten, hä? Das siehst du ganz richtig. Aber wir waren uns doch scheinig, du hast mir doch in die Hand rein versprochen, unterzeigen. Ich hab dir in die Hand rein versprochen, dass ich verkauft, das leugne ich nicht. Na also. Aber ich hab nie gesagt, an wen ich verkauf. Ja, so ein hintertriebenes Luder. Das hab ich von dir gelernt. Wenn das so ist. Starrer, wir gingen. Und ihr geht's auch weiter. Guter Meister, Herr Pfarrer, wir packen's. Wenn das so ist, nachher wird der Dreimeister bald wieder ausgestorben sein. Auf geht's, wir gingen. Da täuscht ihr aber. Der Herr Großbrauereibesitzer Wiesinger bringt seine Gäste nämlich selber mit aus München. Sommerfrischler, Landpartien. Die werden da bald in Massen einbrechen. Ist das so? Das ist er so. Wir gehen weiter! Ja, ich nehme an, dass Sie unter den Umständen kein Interesse mehr an dem Geschäft haben. Geh, wie kommst du denn da drauf? Naja, wer investiert denn schon gern in eine leere Goldgrube? Okay, geht's weiter, das wird schon wieder. Glaubst du was? Alles, was man braucht, ist ein bisschen Sitzfleisch und das nötige Tieridari. Und beides Hobby. Ja, trotzdem. Unterschätzen Sie alles und seinen Vater nicht. Das sind zwar ganz schön harte Brocken. Wenn das so ist, ich mein, und der Bürgermeister und der Herr Pfarrer meinen es auch. Genau. Genau. Bevor da lauter fremde Leute tanzen, ist vielleicht doch besser, wir lassen alles, wie es ist. Und zum Breimachsel kommt immer jeder, wie er mag. Tradl, was meinst du? Tja, das geht leider nicht, weil ich kann jetzt leider nicht mehr zurück. Bist bei dir schon handelsinnig? Das nicht, aber ich hab so am in die Hand versprochen, dass ich verkaufe.
Wenn's weiter nix ist, das Versprechen nehme ich dir zurück. Machst es. Freile. Unterzeugen. Unterzeugen. Gut, dann bin ich einverstanden. Schlag ein. Nur einmal, alles bleibt fürs Is und jeder, der mag, kann kommen, wie er mag. Einverstanden. Das ist gut auch für dich. Sag halt, schlag durch. Haut schon. Steirer, bring mir ein Bier. Und du schenkst aus. Ist ja sowieso mein Fassel. Es tut mir leid, dass Sie jetzt völlig umsonst zu uns rausgekommen sind. Ja, ganz umsonst war es ja nicht. Ich habe ja meinen Filius gesehen und wie es ausschaut, hat er ja da, Schätzer, ganz eine neue Bestimmung gefunden. Und nicht nur er. Und da aller guten Dinge drei sind? Sacherl, wie schaut's aus? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Auf dem Ohr ist er taub, der Gläufe. Der versteht ganz genau. Sacherl, wann werden jetzt geheiratet? Das braucht's doch nicht. Es tat sich ja bei mir sowieso überhaupt nichts ändern. Doch, wir hätten einen Grund mehrer für ein groß schönes Hochzeitsfest. Ist das ein Gedanke, an den du dich unter Umständen gewöhnen kannst? Unter Umständen vielleicht. Schauen wir einmal. Das war's bei unserem Zach, also wie wir ja. Na, das trinken wir, hä? Prost! 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 Prost. Oh, ist der gut, hä? Der Breimaxl bleibt also. Bloß der Name passt irgendwie nimmer ganz. Und zum Breiviertel freut mir überhaupt nicht. Mir auch nicht. Ah, wie war's denn mit Homerer Brei? Prost! Prost! Prost, Homerer! Prost! Prost. Prost. Prost.